Hallo nach Berlin, hallo Som. Mein Name ist Andrea Schweigert und ich bin die rechte Hand von Mr. Rudi Rockshop. Rudi ist ja sehr engagiert im Fachausschuss für Ausbildung von der Som und ich bin bei uns auch die Ausbilderin unserer Azubis und habe ein Pädagogikstudium im Rücken. Und damals, als die Module entwickelt wurden, hat man mich auch ein bisschen um Input gebeten, didaktisch, methodisch, organisatorisch. Und ich habe das sehr gerne getan, da ich finde, dass gut ausgebildete, motivierte Azubis schließlich die Zukunft unserer Branche sind. Und das ist eine gute Sache. Hallo, mein Name ist Michael Simon, ich bin 21 Jahre alt und arbeite in der Studioabteilung des Musikhauses Thomann. An der SOM hat mir besonders gut gefallen, das Kennenlernen und Austauschen mit Mitarbeitern aus anderen Musikhäusern, sowie das Kennenlernen vieler verschiedener Dozenten aus den unterschiedlichsten Bereichen. Beruflich hat mir die SOM insofern sehr viel gebracht, dass ich einfach viel Selbstsicherheit im Umgang mit dem Kunden bekommen habe. Und ich denke, ich kann die SOM nur jedem weiterempfehlen, da gutes Personal, kompetentes Personal und gute Beratung einfach gut ausgebildete Fachleute benötigt. Hi, ich bin die Anna, bin 21 Jahre alt und bin Auszubildende in der Studioabteilung vom Musikhaus Thomann. Mir hat besonders gut an der SOM gefallen, dass wir viele interessante Leute kennengelernt haben. Mich hat es beruflich weitergebracht, da wir den Stoff von der Schule nochmal vertieft haben. Und ich würde es definitiv jedem weiterempfehlen, da man von den Dozenten wirklich sehr viel lernen kann. Hallo, mein Name ist Daniel Steinwedel und ich arbeite im Vertrieb bei der Firma Audio Pro in Heilbronn. Beim SOM-Training hat mir besonders gut gefallen die Musiktheorie und der Kommunikations- und Verkaufspart. Dort ging es vom praktischen Kundengespräch hin bis zu Watzlawick. Das kann ich für meinen Job jeden Tag gut brauchen. Und deshalb kann ich das SOM-Training allen empfehlen. Ich heiße Jens Keller und bin 26 Jahre alt. Als Mitarbeiter bei Cork & More im Verkauf Innendienst dreht sich bei mir alles um die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und die kaufmännische Abwicklung. Die Ausbildung bei der SOM zum Certified Music Merchant brachte mir für meinen Job viele Erfahrungen und neues zusätzliches Wissen. Aus meiner Sicht ist die Ausbildung bei der SOM zum Certified Music Merchant eine echte Bereicherung, denn sie bietet interessante, abwechslungsreiche Seminare für neues Wissen und die Weiterentwicklung in der Praxis. Hi, ich bin der Christian aus dem Musikhaus Thomann. Ich bin 21 Jahre alt und arbeite in der Studioabteilung. Was mir an der SOM sehr gut gefallen hat, ist, dass man sich mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Musikhäusern austauschen konnte. Wie es mich beruflich weitergebracht hat, ist das, dass ich ein selbstbewussteres Auftreten gegenüber Kunden habe. Warum ich die SOM auf jeden Fall weiterempfehlen kann, ist das, dass berufsspezifische Situationen abgehandelt werden. Hallo, ich bin der Oliver, bin 20 Jahre alt und mache meine Ausbildung in der Schlagzeugabteilung im Rockshop Karlsruhe. Besonders gut gefallen bei der SOM-Ausbildung hat mir, dass man zum einen andere Mitarbeiter aus anderen Häusern kennenlernt und zusammen mit denen bei wirklich coolen Dozenten einiges lernt. Persönlich und beruflich weitergebracht hat es mich insofern, weil man vieles lernt, was man in der Berufsschule eben nicht so kennt und es eben auch interessant vermittelt bekommt. Weiterempfehlen würde ich die SOM auf jeden Fall. Es war jedes Mal eine Woche viel Spaß und obwohl es sehr intensiv war, hat es trotzdem Spaß gemacht und hat einiges gelernt und deswegen top. Hallo Berlin, hallo SOM. Die Möglichkeit, durch die SOM etwas für unseren Nachwuchs machen zu können, hat mich von Anfang an interessiert. Jedes Mal, wenn ein Azubi mit leuchtenden Augen von seiner Woche bei der SOM berichtet, weiß ich ganz genau, dass mein Engagement im Fachausschuss Ausbildung, ein schweres Wort, im Fachausschuss Ausbildung genau das Richtige war und das Richtige ist. Ich wünsche euch einen schönen guten Tag. Euer Rudi. Ciao.